Dann zum nächsten. Wir befreien diesen Bereich und bauen dort unser Wasserstoffkraftwerk rein. Ja. So, dafür treten wir erstmal das. Da kommt alles weg. Jawohl, das ist alles auf der Viererhöhe. Das heißt, wir können das jetzt schon alles wegräumen. Da geht ein bisschen Sauerstoff flöten, aber was soll's. Ist jetzt eh alles hier. Glaube ich. Ah, den haben wir nicht mal verbunden. Ja, damit. Das war falsch. Den müssen wir dort anschließen. So, jetzt sterben die nicht mehr. So, wir brauchen 7. Ich glaube, das waren 7 Stück. Wir könnten sogar auf 8 vielleicht gehen. Das kommt auch auf den Platz vom Generator an. Nicht vom Generator, vom Kraftwerk. Da gab es eine Größeneinschränkung. Bauen wir 8. Das würde sich. Es ist halt eine gerade Zahl. 1, 2, 3, 4. So, Stationen, Stromregelstation. Ah, wir müssen das alles um 1 noch verschieben. Schade. Wir brauchen ja noch eine Leiter. Oder wir machen das von oben. Nee, dann müssten immer da hin und her. Wir machen hier die Leiter rein. Wir haben dann den Bereich drinnen. 72, ja. Das heißt, wir bräuchten dann am besten noch eine Tür. Dann machen wir das so. Dann brauchen wir hier noch die Stromregelstation. Die kommt da rein. So, Wasserstoffgenerator. 1, 2, 3, 4. So, und so. Ah, geht nicht. Was noch so? Das ist ja blöd. Ja, wir können das zumachen, wenn der Platz noch größer wird. 72, das geht noch. Sehr gut. Und dasselbe nochmal. So, her mit der Tür. Eins, zwei, drei, vier. Und da ist meine gesamte Stromerzeugung. Naja, mit dem Erdgas da hinten. Der gerade nicht läuft. Ah, weil der Strom inaktiv ist. Den müssen wir anders regeln. Wir setzen. Wird der drüber liegen oder nicht? Ich hätte gern das Erdgas als Unterstützung. Das heißt, der springt nur an, wenn wir unter 40 sind. Der sollte dann auch nur auf 50 helfen und dort greift dann. Machen wir auf 51. Oder 61. Und dort sind dann die Wasserstoffgeneratoren, die das auf 100 bringen. So, das da muss trotzdem noch weg. Da brauchen wir eine Starkstromplatte. Lop. Lop. So, da kommt das schöne Kabel durch. Ausgezeichnet. Dann braucht man natürlich noch eine Rückwand. Das ist ja klar. Aber die Zeit haben wir. Ich hätte gern schönes Eis. Nicht alles. Rückwand, Rückwand, Rückwand. Da. So. Dann machen wir alles weiß. Wir brauchen das ja sowieso. Dann müssen wir das ja auch noch zumachen, weil die müssen sich ja, die müssen irgendwie die Hitze abgeben. Das wäre ja schlecht, wenn die alle überhitzen und alles explodiert. So. Dann hätte ich gerne noch eine Lampe, damit die dort ein bisschen schneller arbeiten können. Mache ich hier ein, da ein.
dort und dort. Wir machen 3, dann hat er auch 3 Abstand dort. Ah, das war falsch. Knapp, knapp. Knapp, knapp. So. Ah, ist ein bisschen teuer. Ah, ich brauche mehr Eisen. Also generell mehr Metall, Eisen jetzt nicht unbedingt. So, der Fingerhut hilft nämlich gerne. So, sauerstoffmäßig sieht es ein bisschen besser aus. Glaube ich. Ja, es verteilt sich schon. Wird auch langsam. Das meiste geht sowieso wieder in die Versorgung da hoch. Es hat gerade gut benutzt. Wir waren hier beim kohlenstoffreichen Asteroiden. Jetzt haben wir das interstellare Eis. Schon wieder. Aber dort gibt es gutes Eis, nicht das schlechte Eis. So, damit sind wir bei 90.000. Noch die beiden und wir haben das nächste Ziel erreicht. Ja, das ging schnell. Das nächste war ja Superkühlmittel. Dafür brauche ich ja... Was war das nochmal? Superkühlmittel braucht... da bräuchten wir Fullerän. Fullerän und Petroleum bräuchten wir sowieso. Hm. Fullerän. Und ich sollte mal ein paar Zimmer bauen, in denen die Leute Stress abbauen können. Was macht ein normaler Hedge? Der wird entsorgt. Den brauchen wir doch nicht. So ist das. Noch 4 Asteroiden? Oh, vulkanischer Planet. Mit tollem Magma, Magmatit und Abyssalit. Oder Abyssalit. Oder Abyssalit. Irgendwie sowas. Achso, zu den 100... Oder zählt der mal von unten? 20.000 ist einfach die Linie. Naja, wir forschen eh weiter. Ich meine, es gibt ja keine Begrenzung für das Teleskop, glaube ich. Wir sehen es dann. Die, ja. Und wir müssen sowieso nach Fullerän schauen. Wir brauchen immer noch eine Elektrotechnikfähigkeit. Hm. Da haben wir leider kein Licht drin. So, wenn wir die Farm hier wegbauen, können wir dann ein schönes Zimmer reinbauen, in dem sich die Leute ein bisschen entspannen können. Der Stress steigt schon stark. Was ist denn das Problem hier? Stress, hohe Moral, geplatzte Trommelfälle. Okay. Ergibt Sinn. Die nächsten 2 sind erst 100.000 entfernt. Oh. Oh. Ist noch nicht mal durch. Okay, erst dann, okay. Bis oder sowas, ich weiß nicht. Egal, wir machen das eh. So, das ist auch noch nicht ganz fertig. Den Timer müssen wir noch einstellen. Wir machen das mal auf 30 Sekunden. Das sollte ausreichen. Da kommt guter Sauerstoff rein. Hm. Ich überlege jetzt schon, den nächsten anzuschließen. Ich meine, den haben wir ja dort. Den können wir einfach hier ranbringen. Der läuft dann ja eh durch. Können wir mal da reinsetzen. Der wird so gebaut, der springt dann darüber und dann trennen wir das irgendwie alles ab. Das ist ja kein Problem. Es braucht nur eine höhere Prio. Was ist denn da los? Außerhalb vom Stall.
Ach, weil wir da drin gesucht haben. Aber das ist sowieso kein Stall mehr. So, der bricht wieder aus. Aber dann kommt er bald in eine lange Phase, die nächste Ruhephase, 52 Zyklen. Eigentlich bräuchte man einen gewaltigen Speicher dafür. Aber die laufen sowieso nicht die ganze Zeit durch. Das geht schon. Weil die mit den Gastanks bekomme ich das nicht hin. Die brauchen viel zu viel Platz und Ressourcen. Und ich habe ja Platz. Ich kann ja irgendwo was reintun, wo wir die speichern. Hier drin zum Beispiel. Da brauche ich die Rückwand nicht. Oder hier drin. Dann brauche ich die Rückwand doch. Aber das ist erstmal später. Jetzt, wenn wir sowieso gleich die Wasserstoffgeneratoren haben, sollte das alles kein Problem sein. Mit der Temperatur geht es auch noch. Der Wasserfilter läuft auch. Wir könnten sogar ein bisschen Sand hier reinsetzen in so einen Schrank und dann noch einen Räumer rein rübersetzen, damit das automatisch befüllt wird. Ein guter Verkaufsautomat. Und das wollte ich noch reparieren. Wir sollten generell mal die Rohre ersetzen durch isolierte Rohre. Jetzt werden die hier die ganze Zeit repariert. Ja, ich glaube, ich mache das mal in dem Bereich. Weil das stört schon ein bisschen, wenn das andauernd kaputt geht. Fertbaumaterial. Dann könnt ihr das mal machen in der Zeit. Die Rohre haben sie hier gebaut. Das läuft jetzt durch. Dann trennen wir jetzt mal das hier ab und das da. So, jetzt sollte sich das hier mal stabilisieren. Und hier haben wir noch so viel Kohle. Ein neues entdeckt. Sehr gut, dann schauen wir doch mal. Was war denn das? Ein terrestrischer Asteroid, genau. Wir haben Wasser gefunden, tolle Alge, Sauerstoff und Erde. Dazu Dornenblüten und ein Paku-Ei. Algen. Die essen immer noch diese Mehlwürmer. Mehlläuse, nicht Würmer. Ist ja noch schöner. Oh Gott. Die Rekords laufen auch überraschend stabil. Ich habe mir da schon vorgestellt, dass da Probleme sind. Wenn ich gleich eintreten könnten. Ellie sieht glücklich aus. Sie ist super glücklich. Guck, Nicola ist schon gut dabei. Er hat schon was abgebissen. Seine Backen sind voll mit dem Mehl, mit dem Mehllaus. Der freut sich schon auf das Essen. Wir können ja mal durchgehen, ganz ehrlich. Upp. Oh Gott. Ja, Ellie sieht nicht so glücklich aus. Irgendwas stimmt da nicht. Ich sehe das Problem sofort. Sie hat angenehm geplaudert. Kein Wunder, dass es ihr schlecht geht. Das mag sie gar nicht. Tja.
So, da haben wir ein bisschen von dem Rohr, der schon wieder kaputt ist. Wir müssen dann auch später noch hier runterbauen. Dafür brauchen wir noch mehr Plastik. Ich frage mich, ob ich das hier wieder abbauen soll. Ich meine, das ist toll, dass wir schnell nach oben können. Und, wow. Ja, da ist was eingeschlagen. Aber solange das noch läuft, ist alles in Ordnung. Und ob wir dieses Rohr nicht am besten wieder hier rüber packen und schnell das Biom dort unten erreichen. Allein schon wegen dem Blei lohnt sich das. Und wegen dem Erdölvorkommen, wofür wir Wasser brauchen. Ist ein bisschen schlecht mit meiner Wasserstoffwahl, aber das wird bestimmt gehen. Ich bin zuversichtlich. Und Petroleum brauche ich dann sowieso nicht. Wir gehen gleich auf Wasserstoff. vielleicht finde ich noch ein paar Geysire oder sowas. Ipacus habe ich abgesehen. Oh, ein tropischer. Es ist so heiß hier. Nee, es war einfach nur eine geringe Chance. Okay, interessant. Und Pilz habe ich auch schon gesehen. Und irgendwo essen die Hatches uns den ganzen Planetoiden weg. Ja, da ist das Wasser weg. Wir gehen dann lieber auf automatisch. Irgendwie ist unser Wasser hier verschwunden. Aber es geht dann bestimmt auch so. Wir haben Sauerstoffüberproduktion. Sieht doch schon besser aus. Dann machen wir Prioritäten. Umschalten, ganz wichtig. Ja, also, geht auch. So, was haben wir jetzt für ein Geschenk? Oxalid. Naja, wir brauchen das später irgendwann mal. Unerreichbare Baustelle. Ich verstehe, warum. Das war bestimmt Ellie. Ja, sie sabotiert uns jetzt. Erst beginnt es klein, aber... mehr und mehr geht kaputt. Zum Beispiel der Wasserstoff hier oben. Das hat sie dahin getan. Damit hat sie ein Drittel unserer Farm deaktiviert. Schlauer. Sehr schlauer. Oh Gott, jetzt könnte ich ja nicht mehr richtig schlafen. Hier ist überall Wasserstoff. Sie will uns ersticken. Was kriegen wir schon hin? So, sind die Rohre endlich mal fertig? Ne, wir sind erstmal im Problembereich angekommen. Wenn sie im Tropfen niest, wird dieser verdrängt. Ah. Ja, okay, das passiert nicht selten hier. Dann ist es erstmal besser, wenn wir hier so eine Tür haben. Ich muss dann später schauen, ob hier dasselbe passiert. Werft mir da die ganze Zeit weg? Ach, CO2, klar.
einfach die Tropfen weggenießt. Die haben keine Luft, oder? Die gehen auch ohne Masken dorthin. Wo sind eure Masken? Ach, wir haben es deaktiviert. Sehr schlau von mir. Die können wir ja wieder aktivieren. Nee, anliefern. Die werden noch nicht bedient. Ah, weil das nicht durchläuft. Jetzt bitte. Im schlimmsten Fall müsstest du eine große Schleuse bauen. Ja, in dem dann so ein ganzer Block im Wasser ist oder irgendwie so unten. Ja. Ich lasse es erstmal bei der Tür. Die geht relativ schnell auf. Das bisschen Sauerstoff, das wir verlieren, das ist nicht der Rede wert. Nicht bei dem, was wir hier rausbekommen. Es sollte später noch besser werden, wenn der Wasserstoff hier oben auch weggepumpt wird. Wir könnten da eigentlich schon mal die Gasrohre reinplanen. Wir kriegen ja einen ganzen Kilo. Und da unten brauchen wir noch ein Ventil. So, hier kommt mal da runter. Erdgas geht runter. Das geht rauf. So, da kommst du mal mit. Da können wir oben drauf. Das geht. Ah, hier rüber. Plopp. So, jetzt brauche ich noch mein Ventil. Der geht dann von dem ab. Gasventil. So, der passt doch perfekt dort rein. So, dann stellen wir das später auf 87 Gramm pro Sekunde und dann geht das. Also, es sieht aus, als hätten sie die Rohre gebaut. Nee, noch nicht. Ah, die kommen nicht durch wegen den Anzügen gerade. Also wegen den Masken. So, schauen wir mal. Haben wir das Ziel erreicht? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Was denn da los? Ah, das läuft gerade. Ah, jetzt hat er es erforscht. Sehr gut. Wir haben herausgefunden, dass es noch einen weiteren Eisriesen gibt. Und dass der festes Methan hat. Und festen Sauerstoff, sehr schön. Muss ja eiskalt sein. So, dann, das dauert leider noch ein bisschen. Wo sind die gerade? Achso, ist Downside, deswegen. So, nächste Discord, oder? Nee, noch nicht. Was haben wir? Einen schicken roten Anzug. Schicker grüner Anzug, großer Ganzanzug, schicker Anzug. Nee, wir haben noch einen Anzug frei. Wir haben hohen Stress. Wayfarer macht Probleme. Klatschnass, hohe Moral. Hm.
Mit gutem Essen könnt ihr dem entgegenwirken. Vielleicht sollte ich mein Essen wählen, das eine gute Moral liefert. Moral. Also Nahrung. Wie sieht's denn mit dem, was ich eigentlich vorhabe, den Surfenturf aus? Qualität plus 4. Und so ein Pilzwrap auch plus 4. Ich könnte beide machen, dann hätte ich kein Problem damit. Ich meine, die Pilzwraps könnte ich ja dehydrieren, wenn ich möchte. Da können wir das auch mal ausprobieren. Aber es ist noch lange hin, bis wir das mal haben. Weil wir haben gerade sehr viele Baustellen. Alles liefert bessere Moral als Mehlwürmer. Nein, die sind toll. Wie sie quietschen und rumwandern. Und wie schnell die sind. Die gute Mehllaus. Ein geschmackloses, in Anführungsstrichen, Korn, das sich fast niemals von alleine bewegt. Ein Läusebrot. Mehlläuse zusammengepresst zu einem dichten, unbeweglichen Brot. Erst wenn man es zu so einem Riegel presst, entfaltet es seine unheimliche Macht. Fürchterlich. 0. Minus 1. Minus 1. Ja, da kriegen wir einen guten Boost mit dem anderen Essen. Es braucht wirklich lange. Ist denn irgendwie die Sicht? Nee, ist eben nicht. So, habt endlich mal die Ruhe. Ich schaue die ganze Zeit. Sie haben es endlich fertig gebaut. Okay. Okay, damit friert es nicht mehr ein, das ist gut. Was ist denn da mit dem Wasser los? Das ist doch auch mal so viel beziehen. Das rauscht da durch, das glaubt man ja gar nicht. Moral wird immer schlimmer. Und die Batterien. Ich sollte auch bald mal von den großen Batterien weggehen, glaube ich. Dass wir nur noch Smart-Batterien nehmen. Das sieht immer komisch aus, wenn die Batterie hier eigentlich dafür bestimmt ist. Und die immer leer sind. Aber dafür haben wir nicht genug raffiniertes Metall dort. Sauerstoff rein. Wir bräuchten immer noch mehr Druck. So, ich baue trotzdem zur Sicherheit. Wollen wir das Möbel? Ja, das nehme ich gleich. Machen wir das. Medizin hat das bestimmt. Ja, eine Massage, Massagetisch. Damit die sich mal entspannen können, wenn es kritisch wird. So, das kommt weg. So, was haben wir hier? Kupfer! Mit. So, und wir haben ein neues Ziel entdeckt. Was haben wir da gefunden? Ein Heliumriese. Da gibt es flüssigen Wasserstoff. Und Wasser. Dazu noch Niob. Flüssiger Wasserstoff ist echt edel. Mit 384.000 Tonnen. Boah. Das heißt 100.000 Tonnen an flüssigem Wasserstoff?
Aber Niob ist interessant. Wir forschen einfach weiter und GG. Ich hab's hinbekommen. Wir haben, war das das vierte Ziel? Ich kann ein Foto noch machen, dann schicken wir das auch gleich rein. Aber ich hab's geschafft. Wir haben den Heliumriesen. Blub. So, ich glaube, das war das vierte Ziel, aber das sehe ich gleich.